Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play von World of Warships. Mein Name ist Capone, eure K1 aus der Pals. Und heute spielen wir mit einem Schiff, das ich bisher immer, sagen wir mal, über sie habe, obwohl das Schiff eigentlich mehrere Let's Plays verdient hätte. Denn so gut ist die St. Louis. Die St. Louis ist zwar in World of Warships als leichter Kreuzer eingestuft oder sowieso als leichter Kreuzer eingestuft, aber das hat nur den Hintergrund der 152mm Geschütze. Von der Bauart und Panzerung her ist die St. Louis eigentlich ein schwerer Kreuzer. Ja, zum Setup der St. Louis, da gibt es nicht viel zu sagen. Also Ausbau muss man sowieso machen, wenn man auf dem Weg zur South Carolina und zur Phoenix ist. Also Rumpfausbau, Geschütze ausbauen und Feuerleitanlage ausbauen. Verbesserungen gibt es hier eh nur zwei. Habe ich eingebaut, Hauptbatteriemodifikation 1 und die Schadensbegrenzungsmodifikation 1. Bei der Kapitänsfertigkeit, da wird es interessanter, weil da haben wir ja auch, wie bei alle anderen Schiffe, alle Möglichkeiten. Und ich habe hier genommen die Schießgrundausbildung, da habt ihr 10% schnellere Nachladezeit. Ganz wichtig für die St. Louis, macht sehr viel Sinn. Und ich habe da auch noch genommen Situationsbewusstsein, also ihr erhaltet eine Meldung, wenn ihr gespottet oder gesichtet seid. Macht Sinn, weil ihr seid in dem Tierbereich natürlich ein Schiff, das sehr, sehr früh gesehen wird. Ne? Und viele Gegner im Tierbereich sehen zwar euch dann, aber ihr sie nicht. So, Brandschutz auf Stufe 2 wäre die einzige Option, die Sinn macht. Und natürlich auf Stufe 3 die Wachsamkeit. 20% höhere Erfassungsreichweite für Torpedos. Und auf Stufe 4, wer denn da mal hinkommt, das wäre die verbesserte Schießausbildung, womit ihr 20% höhere Reichweite im Spiel habt. So, ich würde sagen, ich texte euch nicht weiter zu, wünsche euch viel Spaß mit dem wirklich sehr spannenden Spiel mit der St. Louis, das jetzt kommt. Das war nach einer Woche Abstinenz von World of Warships, die ich leider hatte. Das erste Spiel, das ich gemacht habe, und wie gesagt, viel Spaß mit diesem Let's Play. So, heute spielen wir nochmal mit unserem alten Mädchen, unserer St. Louis. Auf der Karte großes Rennen, ein Begegnungsgefecht. Und wir haben im Team 2 Träger, Boak, Langley, 4 Schlachtschiffe, 4 Kreuzer und auch 2 Zerstörer. Und der Gegner hat auch eine Boak und eine Langley. Auch 4 Schlachtschiffe, auch 4 Kreuzer und 2 Zerstörer. Ja, da stehen wir wieder ganz im Osten mit unserem Schiffchen, unserer kleine, nee, kleine kann man nicht sagen. Dafür ist die St. Louis zu groß und Good Luck All natürlich. Muss wie immer natürlich in den Chat, ganz klar. So, und die Tenrio vor uns hat keinen Bock da in die Norde zu fahren, dreht gleich wieder ab. Und wir fahren auch nicht jetzt sofort Richtung Norde. Das machen wir nicht. Mir warte erst mal ab, was so mitten in der Norde fährt. Und ich will nicht unbedingt das erste Schiff sein, das hier Feuer abkriegt. Dafür bin ich einfach ein bisschen zu langsam. Wir sind zwar nicht unbeweglich, die St. Louis ist ein sehr bewegliches Schiff, wenn sie auch nicht so aussieht. So. Wo willst du hin? Mit deiner Kawachi? Und da haben wir eine Murmansk. Ganz gefährlicher Gegner. Ist noch zu weit weg. Können wir gar nicht schießen, oder? Nee. Das wird eh nichts wäre. So, den ich dann drehen wir um. Und fahren der Kawachi mal hinterher. Und auch die Omaha, wie ich sehe, dreht er wieder um auf D10. Hat er auch keine Lust, sich anzulehnen mit der Murmansk, aber ich habe doch kein anderes Schiff gesehen, das hinterher kam. Vielleicht können wir doch da was machen. Ja, da sehen wir sie wieder auf den Minimarkaden. Jetzt auch wieder hier. Da ist sie immer noch 11 Kilometer weg, immer noch zu weit weg. Ja,
Und da kommt noch ein Zerstörer hinterher. Da ist die Mini-Kase, oder? Mini-Kase kommt auch noch mit. So, das ist wunderbar. Wenn das die Ensische bleibe, die hier komme. Und da lädt er schon den Nebel, die Mini-Kase. Hat ja nur noch 7 Kilometer Torpedos. Die 10 Kilometer Torpedos hat man ihr ja weggenommen. Kann man irgendwo auch ein bisschen nachvollziehen. Die Mini-Kase war einfach zu stark und ist sie jetzt immer noch. So, da kommt die Omaha nochmal weg, ohne Treffer, oder? So. Ja, dreht sie wieder um, die Mini-Kase haben wir, okay. Möglichkeit. Und da hat es die Omaha aber erwischt. Die hat Torpedos abgedreht von der Mini-Kase und auch Feuer. Und da hat der Spieler in der Omaha nicht aufgepasst. Ja, und da ist sie geplatzt, die Omaha. Und da haben wir schon 3 Schiffe verloren. Das sieht gar nicht gut aus. Steht 1:3. Das ist jetzt nur eine Woche, wo ich World of Warships gespielt habe. WOT wollte ich schon sagen, ne. World of Warships gespielt habe. Ist das erste Spiel, das ich mache. Ah, komm doch jetzt. So, Mini-Kase, du musst raus. Ja, vorbei. Die schmischte mal rausnehme, allein schon, damit du die Kawachi doch nicht weiter ärgern kannst. Muss ich der Kawachi doch helfen? Jawohl. Jawohl, aber. Die Kawachi, da kriegt sie schon Torpedos ab. Ja, natürlich hat sie einer gefangen oder zwei vielleicht. Ach, jo. Komm, auf jetzt. Kappe. Versenkt das Ding. Komm, die Kawachi braucht da Hilfe. Versenk jetzt die blöde Mini-Kase. Ich weiß nicht, der fährt dort 2 Kilometer an die Kawachi ran. So, mein Freund. Du bist raus. Wir sind gerade an den Katerrand gefahren. Nee. So, und da ist die Murmansk. Ja, leider hat die Kawachi nur noch 110.000 HP. Ja. Ja. Wenn das so weitergeht, ist natürlich die Kawachi auch gleich weg. So, da hat die Murmansk aber auch nur noch 4.500 HP. So, Torpedos sind außer... Da sind wir außer Gefahr von den Torpedos. So, wenn man dich noch rausnehmen könnte, dann die mal eins vorne, oder? Ja. Da hat sie uns in Brand geschossen, die Murmansk. Ist natürlich auch so OP-Schiff. So. Und da hat die Kawachi, ne, die Phoenix, hat die Murmansk gesenkt. So. Da habe ich mich bedankt bei dem Spieler, dass er mich da unterstützt hat. So, andere sind nicht so freundlich. Die schreiben, wie wir hier sehen, der schreibt Idioten. Ja. Ich finde, das muss man nicht unbedingt machen in so einem Spiel. Das macht das Verhältnis im Team nicht besser, wenn man sowas schreibt. Auch nicht über denen, die dann noch im Spiel sind. Also das sollte man nicht machen. So, da haben wir die South Carolina, die auch nur noch 2000 HP hatte. Da ist sie weg. Und das haben wir gerade gesehen, die Bomber da am Himmel. Da sind wir bisher zum Glück verschont geblieben davon. So, dann haben wir jetzt 3 Schlachtschiffe. Miyuki, Kawachi und Wyoming. Und da haben wir die Miyuki schon gleich in Schussreichweite. Es sieht jetzt besser aus, steht 6:4. Wir haben vorhin leicht hingelegt, da hatte ich schon Bedenken gehabt, ob das noch was wird in dem Spiel. So, und alle Spieler, die können, schießen jetzt natürlich auf die Miyuki. Das ist klasse. Das finde ich super. Also Fokusfeuer auf die Miyuki. Sehr schön. Da hat sie nur noch 19.000 HP.
und fährt immer geradeaus weiter. Ne? Das kennen wir ja schon aus vielen anderen Let's Plays, die ich gemacht habe. Die Gegner, die da früh fallen, die fahren immer nur geradeaus weiter. So, oh. Oh, da hat der Kappe wieder Fehler gemacht. Ich bin schon komme, gleich hängen wir fest. Ja, und so ist es, da hängen wir. Aber wenn jetzt die Kawachi nicht schläft davon, dann kann sie auf uns schießen. Gut, jetzt sind wir wieder frei. Wir sind wieder frei. Was ist Glück? Oh. Da hat er mal ein bisschen zu knapp gesteuert. Und da schießt sie auf uns, die Kawachi. Na, nur leichter Schade. Ja, man konnte ja jetzt nicht mehr auf die Miyuki schießen. Die war zu weit weg. Dafür machen wir jetzt nur der Kawachi, das Leben schwer. Und da brennt sie auch wieder anständig. Ja, das ist... Das ist das Schlimmste, was so einem Schlachtschiff passieren kann. Und da brennen wir wieder. Können wir aber gleich wieder löschen. Das Schlimmste, was so einem Schlachtschiff passieren kann, ist gerade repariert zu haben und dann wieder von so einem Spieler wie mir in Brand geschossen wäre. Und zwar von vorne bis hin, ne? Da hat sie bloß noch 18.000 HP. Da müssen wir schon wieder aufpassen, wo wir hinfahren. Jawohl. Ja, was machst du, Bist du nervös? Jetzt hat er sein Schiff auf Grund gesetzt in der Kawachi. Jetzt fährt er schon wieder rückwärts. Und da können wir jetzt richtig Schade austeilen. Es steht mittlerweile 6 zu 7 wieder. Wir liegen schon wieder hinne. Das gefällt mir gar nicht. Da können wir richtig austeilen. Und ihr seht, meine Damage Counter, der steht schon bei 28.000 Schaden, den wir gemacht haben. Mir selber haben auch sehr wenig Schade eingesteckt. Ungefähr 7.000 haben wir eingesteckt bisher an Schade. Das ist für den Verlauf des Spiels ist das sehr wenig. Wunderbar. So, und da hat uns gerade nochmal unsere Jägerstaffel vom Träger der Arsch gerettet. Da war nämlich eine Staffel von Torpedobomber. War da unterwegs zu uns. So, da haben wir durch Versenke von dem Schlachtschiff wieder Gleichstand hergestellt. Und wir haben immer noch komfortable 21.235 HP. Und bei dem Spielstand denke ich, wäre mir die auch noch brauche. So, da ping ich schon mal an. Und zwar die zwei niedrigste, die Schiffe, die niedrigste HP haben. Das sind einmal dieser Kreuzer, die Omaha. Hat nur noch 2.220 HP und fährt doch gerade in seine Tod. Weil lang geht das mit 2200 HP, gehe St. Louis nicht gut. Also warum der Spieler nicht außerhalb der Reichweite bleibt, verstehe ich nicht. Und da haben ich und Tenryu, oder Tenryu und ich, haben dann den Spieler rausgenommen. So, bleiben noch zwei Schlachtschiffe und zwei Träger. Der öffnet schon die Wyoming ist Feuer auf mich. Natürlich sollte man jetzt Fokusfeuer schießen auf die Schiffe, die treffbar sind und natürlich die wenigste HP haben. Und das wäre dann die Miyuki in dem Fall. Die ist aber noch weiter weg wie die Wyoming. Oder können wir schon? 10,6, 10,5. Jetzt können wir schießen. So, das sieht zwar nicht mehr viel aus, 11.000 HP, aber die können durchaus reichen, um uns hier rauszunehmen.
Und da hat sie auf uns Feuer eröffnet. Also auf mich, sondern immer uns. Und unser Träger fährt einen Angriff auf die Miyuki und trifft auch mit einem Torpedo-Drifter. Und da hat sie nur noch 2600 HP und die reiche dir nicht mehr weit, Freund. Aber ich muss so selber aufpassen, ich habe nur noch 15.000 HP mittlerweile. Und deswegen geht jetzt Sicherheit auf jeden Fall vor. Ich muss gucken, dass ich hier nicht mehr von einer Salve direkt getroffen wäre und jetzt die Miyuki rausnehme. Eieieiei. Na, irgendwie hat es nicht geklappt. So, jetzt ist er auch außer Schussreichweite. Und da haben wir es nochmal in Brand gesteckt. Da hat es nicht mehr viel, hä? Oder? Und Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Da haben wir es dann doch noch versenkt. Steht 9 zu 8 mittlerweile. Noch ein Schlachtschiff, die Wyoming und noch die beiden Träger sind aktiv. So. Ja, wenn ich doch alleine mich anlehe mit der Wyoming, kann das für mich ganz schnell in die Binse gehen. Und das war's dann. Ich muss doch jetzt sehr vorsichtig bleiben. Ich habe nur noch 12.313 HP. Ja, unser New York, ich weiß nicht, was der macht. Fährt der jetzt zu den Träger oder was macht der? Ja, sieht so aus. Es ist natürlich brandgefährlich für ein Schlachtschiff, sich jetzt da mit den Träger anzulehnen. Macht er offenbar. Naja, ich hoffe mal, dass das gut geht. So, und unser Träger, die sollte sich in Bewegung setzen. Vor allem der Unruf G10, der ist extrem gefährdet, wenn der gleich gesichtet wird. Und dann ist der nämlich gefährdet. Der Rudi soll sich jetzt bewegen mit seinem Träger und soll gucken, dass er da wegkommt. Ja. Macht er aber nicht. Steht da felsenfest wie angemauert. Steht er da auf der Position. Und kriegt wahrscheinlich gar nicht mit, dass er da höchst gefährdet ist. So, jetzt fährt die Wyoming in den Cap-Punkt. Ich denke, der ist ein bisschen plan- und orientierungslos. Oder will der da, der will da auf die New York schießen. Aha. Na, da dreht er wieder die Geschütze in meine Richtung und da feuert er auch noch. Ey. Oh, hoffentlich trifft er nichts davon. Da hat er uns wieder erwischt und hat uns wieder 2000 HP abgezogen. Das können wir natürlich nicht so ewig weitermachen. Dann. So, haben wir nur noch 4 Minuten zu spielen. Die Träger sollten sich eigentlich jetzt, wenn es geht, in den Cap-Punkt bewegen. Zumindest versuche. Jo, Bodo Move. Ne? Wollte ich einen Spruch schreiben. Habe ich ein schöner Kappes geschrieben. Ja, anscheinend merkt die Burg überhaupt nicht, weder durch mal Pinge noch mal Schreibe, dass er hier ganz akut gefährdet ist. Und da schießt auch schon die Wyoming die erste Schüsse auf unsere Burg. Ja, schiebe kann ich dich nicht, Junge. Du musst schon von selber losfahren. Jetzt ist er losgefahren. Jetzt hat er es offenbar gemerkt, dass da was nicht stimmt. Das ist da rabbelt im Karton. Das ist aber jetzt schon zu spät. Da ist er zu spät losgefahren. Und jetzt fließt aber Angriff auf die Wyoming, unser Träger flieht Angriff auf die Wyoming. Wenn er mich vielleicht doch ein bisschen unterstützt mit 1-2 Torpedotreffer, dann habe ich vielleicht noch eine Chance gegen die Wyoming. Ansonsten sehe ich da schwarz. Jawohl, da hat er sie zweimal getroffen. Die Wyoming.
Und jetzt brennt er auch noch wie Wundercats, jawohl. Tja, wärst du nur bei deinen Träger geblieben, hast die Träger verteidigt, das hätte ich normalerweise machen können, solle, müsse, wie auch immer. Ja, jetzt machst du lang Gesicht und dann aber Wyoming, jetzt bist du nämlich weg. Da hat unsere Langley hat das Schlachtschiff versenkt. So, jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Wir haben nämlich nur noch 2 Minuten zu spielen und unser Träger sollte jetzt wirklich in den Cap-Punkt fahren. Und da sehe ich gerade unser Rudi Rapala, der hat einen Telefonanruf gehabt und deswegen hat der sich nicht bewegt. Der hat lieber telefoniert wie gespielt und also, guys, losing for a phone call. Also, ich weiß nicht, ob man wie mit Telefonanruf unbedingt verlieren sollte. Also, bei mir klingelt das Telefon zwar während ich spiele, manchmal, aber ich gehe da garantiert nicht dran. So, noch 1 Minute 30 Hammer. Das wäre höchst ärgerlich, wenn man da wie mit Telefonanruf verliere, ja. Nee. Kollege, Kollege, Kollege. Was macht ihr mit mir da? Ich habe eine Woche nicht gespielt und jetzt gleich das erste Spiel. Ja. Ich schreibe dann unser New York, er soll bitte doch die Dinger rausnehmen und versenke, weil ich bin einfach zu langsam. Ja, und Rudi schreibt, New York got a Fraxim. Noch 50 Sekunden, wir sind noch nicht immer mit einem einzigen Schiff im Cap-Punkt, das können wir also total vergessen. Auch wenn nur ein Schiff übrig ist, es reicht immerhin dann nicht für... Es reicht immerhin dann nicht, um zu gewinnen. Oh Leute. Also ich sehe weder, wie viel HP da noch der gegnerische Träger hat, noch sehe ich, wie viel HP unser Schiff hat. Ich kann nur Rätsel raten, ich sehe nämlich gar nichts. Sind absolut blind. Es geht noch 20 Sekunden. Ich kriege eine Rappel. Ich kriege eine Rappel, Gleiter. Da kann ich schon wieder 3 Flächer Baldrian trinken. Während im Spiele. Naja, bist du schon vorher. Noch 7 Sekunden, noch 5 Sekunden. Das haben wir nicht gewonnen. So ein Mist, ein Blöder. Nee, verlor. Was? Sieg? Hat er die noch rausgenommen? Da hat die noch rausgenommen? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht, da hat sie noch rausgenommen. Es gab 134.795 Credits, 2.753 Erfahrungen, 138 Feuererfahrungen. Und wo stehen wir da? Da stehen wir auf einem schönen 3. Platz. Das finde ich sehr gut. Gratuliere dem Schadesmar zum Großkaliber. Und natürlich dem Spieler auch zum Erste Blut. Und natürlich auch den Gegnerspieler zum Doppelschlag. Und das ist nur ein Kratzer. Und dem vernichtenden Schlag hat gleich 5 Auszeichnungen bekommen in dem Spiel. Gratuliere dazu. Und was haben wir an Schaden gemacht? 48, 68, ungefähr 70.000 haben wir an Schaden gemacht. Und wir haben in dem ganzen Spiel nur HE-Munition, nur Explosivgranaten verschossen. Jawohl, sehr schönes Spiel mit der St. Louis. Wunderbar. Ja, und das war wieder Nervenkrieg pur. Habt ihr gesehen, wie das ausgehen kann? Da haben wir in der letzten Sekunde, in der allerletzten Sekunde das Spiel gewonnen. Das war ein spannendes Spiel mit der St. Louis. Und ich glaube, da kommen noch mehrere Let's Plays, die ich machen möchte mit der St. Louis. Immer mal wieder eins, weil das ist ein Schiff, das sollte jeder haben im Hafen, finde ich. Und es hat mir wieder riesig Spaß gemacht, mit der St. Louis zu spielen. Und ich würde sagen, das war's von mir heute. Nach einer Woche Pause, Cap 1, die Kappe 1 ist zurück im Spiel. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Euer Cap 1, eure Kappe 1. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Over and out. Ich
start das Game, drück auf Battle und ich lege los. 5 Sekunden warten und ich dreh danach den Pegel hoch. Dieser Sound, wenn es kracht und knallt und wenn dein Schiff untergeht, bleibt das Meer schön kalt. Yeah, okay, Kapitän, volle Fahrt, alles raus. Bleibe bei den Schiffen, denn so sieht dein Geschwader aus. Pack den Fischerkutter ein, ich sorg für Wellengang und richte genauso viel Schaden an wie ein Tsunami, Mann. Ey, du fühlst dich groß, machst deinen auf Captain. Ich brauch nur einmal blinzeln und lass dann dein Deck brennen. AP,